Bad Königshofen in super Form aktuell. Zu Gast sind die schier Unbezwingbaren aus Düsseldorf, die Arena komplett ausverkauft. Im ersten Spiel für Bad Königshofen Basti Steger, klar. Aber auf der anderen Seite, Moment mal, wer steht da denn? Sowohl Kai Stumper als auch Dang Chu sind durch Rückenprobleme verhindert und dann rückt auf einmal der Spielertrainer nach, Danny Heister. Mit 51 Jahren wirklich alle Ehre wert, dass er hier noch antritt. Aber um ehrlich zu sein, ist das eine der wenigen sehenswerten Rallyes. Heister holt insgesamt 13 Punkte, über drei Sätze, im dritten nochmal ein, zwei Pünktchen mehr geholt durch Fehler von Basti Steger, aber eine wirkliche Chance gab es dann nie. Im zweiten Spiel geht die Begegnung dann richtig los, Yokiya Uda gegen Timo Boll, und hier wird sich entscheiden, ob Bad Königshofen tatsächlich eine Chance hat, Punkte gegen Düsseldorf zu holen. Der Japaner gewann die letzte Partie auf internationalem Boden noch gegen Timo Boll. Von daher macht sich Bad Königshofen hier berechtigterweise Hoffnung. 1-1 in Sätzen. Uda und Boll liefern definitiv das Match, wofür die Fans in die Shakehands Arena gekommen sind. Und eine Entscheidung gibt es in diesem Highlight-Spiel dann auch erst im fünften Satz. Und da ist es super ausgeglichen. Beide Seiten, mehrere Matchbälle. Am Ende behält Timo Boll die Nerven und gewinnt ganz, ganz knapp zum 1-1 für Düsseldorf. Anton Schelbey. Auch nicht hundertprozentig fit, gerade gesund geworden von der Erkältung. Trotzdem kann Philipp Jelko in Satz 2 etwas mithalten, Satz 3 ist dann wieder deutlicher für den Düsseldorfer. Es bleibt eine weiße Weste des Schweden. Was muss passieren, um diesen Mann zu schlagen? Und auch die Kommentatoren im Stream mussten ehrlich zugeben, die Hoffnung auf Punkte gegen Düsseldorf sind dann doch eher verschwunden. Mit Basti Steger eine vermeintlich leichtere Aufgabe als Yokiya Uda für Timo Boll und die löst er sehr, sehr gut. Und ob Timo Boll noch mit den wirklich Großen der Welt mithalten kann, darüber lässt sich streiten. In der Bundesliga aber keine Diskussion, weiterhin ungeschlagen. Mit 21-1 Spielen, dank Danny Heister, ist Düsseldorf wirklich ohne Frage Tabellenführer.